Hallo und willkommen zurück. So. Futterspielzeug. Kann ich das jetzt hier hinsetzen? Ja, aber das ist Kacke. Dann ist das Kacke. Ja, das ist nicht geil. Hier oben, kann ich das hier hinsetzen? Ja, damit könnte ich sogar leben. Wir machen das jetzt hier mal ein bisschen kleiner auf 5 Skeletten. Automalen. Dass das nicht ganz so kacke aussieht. Hätten wir das. Ja, weiter geht's. Was bist du? Spielerischer Futterspender. Okay. Hätten wir hier einen? Ja, ich will das gerne hier vorne hinsetzen. Damit die Leute die Gorilla halt auch beobachten können. Ja, während sie einfach Zeug machen. Eigentlich wollte ich ja sogar. Das muss ich noch ändern. Ich wollte dann was für die Bildung tun. Meine Gürteltiere. Da hin. Ein Eisblock. So. Hier ist erforderlich. Was haben wir denn für Sorgen? Krankes Tier entdeckt. Ja, aber mal ganz im Ernst. Dann schicken wir doch da einen Tierarzt hin. Pinselohrschwein. Pinselohrschwein ist hier. Das wird doch gar kein Problem sein. Scheint, muss ich hier auch noch ein paar Leute hinsetzen. Oben scheint das ganz gut zu funktionieren mit dem Personal. Haben wir hier noch eine Freifläche? Ja, hier müssen wir noch ein bisschen. Also auf jeden Fall müssen wir hier viele Bäume setzen. Und viele Lianen. Das klingt nach einem Plan. Gut. Hier kommt auf jeden Fall ein Grundgerüst hin. Würde ich gerne mal einfach schon mal damit anfangen. Dass wir diese Standardsachen hier abgedeckt haben. So ein bisschen die Kletterwiese und den, das Rest des Kletterns machen wir dann über Bäume. Zack. Dann hätten wir den ganzen Standardkram alle schon abgedeckt. Gut. Ja, das Grundgerüst steht. Hier oben ist ein bisschen Freizeit, Ruhe-Ecke. Da können sie sich ein bisschen zurückziehen. Okay. Jetzt gucken wir uns ganz ehrlich mal Gebiet 2 an. Bevor wir woanders weitermachen. Arbeitsbereich Mitte. Und zwar Tierpfleger. Dass du überfordert bist, ist klar. Mitte. Ein höheres Gehalt erwarten. Ach echt? Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir setzen nochmal 2 Tierpfleger ein. 1, 2. Dann geht nämlich mein Plan auf. Hier kommt in die Mitte. So, Arbeitsbereich Mitte. Dann werden wir oh ne, du machst alles. Ich fang von oben an. Wir nehmen dich.
Hier machen. Dreimal füttern. Dante. Jervis Hunter. Luke Fuchs. Luke Fuchs beaufsichtigt das. Du beaufsichtigst auch das. Aber bei Malcolm May. Du beaufsichtigst das. Nur das. Malcolm May. Hat das? Hat das. Du reinigst nur das. Merle. Du reinigst nur Gehege, Olli. Und... Du reinigst nur Gehege. Reinigst Gehege. Also, wir haben jetzt Gehege reinigen 1. 2, 3. Liste 4. Hä? Habe ich einen übersehen? Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Brauchen nur 3 Gehegereiniger. Dann bist du fürs Vivarium zuständig. Hier war 1. Also. 1. 2. 3 Vivarienreiniger. Und. Tiere füttern. Herzlichen Glückwunsch. Guck mal, ob das Gehege da, ob das da aufgeht. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ah. Gut. Hätten wir das abgedeckt? Hätten wir das abgedeckt? Hätten wir das abgedeckt? ja. Doch sage ich, verstecken hier noch einfach mal einmal irgendwo was zu trinken. Die sich hier unten auch noch mal was genehmigen können. Brauchen sie nicht immer hochlatschen, ne? Gut, das haben wir abgedeckt, das haben wir abgedeckt, das haben wir abgedeckt. Brauchen wir noch Spielzeug. Spielzeug. Ah, ich warte jetzt erstmal, bis der Regen fertig ist. Jetzt ist es dunkel. Lampe. Das kommt da hin. Ganz witzig auf jeden Fall erstmal schon wieder. Tada. Das obligatorische Quietschentchen. Der kegelt auch vor sich hin. Reifen. Das Ding macht natürlich wieder Geländegang. Ah, okay, hält sich in Grenzen. Das hält sich in Grenzen. So, wir waren mit dem Spielzeug. Wir brauchen auf jeden Fall Kisten. Kisten brauchen wir auf jeden Fall. Das ist so eigentlich auch. Das haben wir. Ein Ball. Der Ball haut doch sowieso wieder ab. Tschüss. Überall mal ein bisschen was hinstellen. Oh ja, Musik. Könnte man ja schön verstecken hier oben drauf. Gucken, ob sie das finden. Ich denke ja. Also ich wäre jetzt bereit, für die, dass wir die Gorilla holen. Ne? Königstiger Überbelegung. Ah, Oh ja. Oh ja. Kümmern wir uns mal schön drum. Königstiger. Handelszentrum, Handelszentrum, Handelszentrum.
Ich würde es einfach schon mal sagen. Raus, raus, raus. Freilassen. Ernsthafte Verletzung entdeckt. Da haben wir eine Krankheit. Können wir da irgendwas erforschen an dieser Krankheit? Haben wir schon erforscht. Oh, die Sandkatze. Die ist voll toll. So, dann holen wir uns mal die Flachlandgorilla ins Boot. Und da dekorieren wir mal den Wald. Zack, zack, zack. Da. Das ist eventuell noch Flachlandgorilla, die wir käuflich erwerben können. Da rein. So, hier ist eine Flachlandgorilla. Flachland. Gorilla. Ja, holt die mal rein. Wir sollten hier definitiv was für die Bildung tun. Wie weit ist ein Strom? Gut, passt. Also hier. Das Ding. Hier noch so ein Ding. Und ein Lautsprecher. Sehr schön. So, 9 das. Wir müssen ja schlichtweg auch was unseren Bildungsauftrag erfüllen. So. Hätten wir das. Oh, sie sind schon da. Oh ja. Zeig mir dein Booty. Masut, kommen Sie. Fühlt sich ja fast wohl. Gelände. Gelände ist noch nicht ganz so geil. Das kriegen wir aber hin. Okay, Sie wollen mehr Erde. Pflanzen wollt ihr dann haben. Oh, die können voll bestückt werden. Das ist so schön. Mehr Erde, weniger Gras. Boah. Das lässt sich ja relativ zügig umsetzen sogar. Dahin. Ja, weiter rummalen. Okay. Es wird besser. Wir haben jetzt schon viel Klettermöglichkeiten. Aber das soll ja noch viel, viel mehr werden. Schön ist, man kann alles schön vollstopfen. Ich kann das so schön dicht bauen, wie ich das will. Cool. Naja, Gras kurz setzen wir gleich noch. Wir müssen erstmal. Könnten wir ja ein bisschen schwerere Erde nehmen. Wäre auch bereit zu sagen, ey, wir gehen jetzt mal runter auf 3-4. Und rahmen das hier alles mal schön ein. Einfach mal, um zu testen, wie das wirkt. Einfach nur mal um zu gucken.
sollte an sich ja funktionieren. Ist ein bisschen schwerer halt einfassen. Naja, Gras kurz hinkriegen ist nicht das Problem. Deko-Folge machen, ne? Vor allem Lampen setzen muss ich. Kommen Sie einmal rum. Ist das Gehege groß? Dann setzen wir noch Gras kurz. Ja, also jetzt einmal rum. Herzlichen Glückwunsch. So, Gras kurz setzen. Naja, hoffentlich schaffen wir das jetzt noch. Das sollten wir doch eigentlich problemlos hinbekommen. So, Gras kurz ist am Start. Gras lang verschwindet langsam. Euch geht's gut, ne? Langsam. Wartet mal ab, bis das Grünzeug kommt. Ah, hier war noch etliches an Grün. So, dahin. Wo ist hier noch was? Da. Man sieht ja nicht so ganz direkt, was noch als Gras lang zählt, außer sind hier so eine Büschel. Aber 40% ist ja... Jetzt haben wir es grün. So, Bepflanzung. Ist halt noch nicht so geil. Aber haben wir den Gorilla eigentlich schon vollkommen erforscht? Er ist jetzt drin, jetzt müsste er ja hier in der Liste auftauchen. Mister, ja, Mister Flachland-Gorilla ist fertig. Wir waren bei Natur. Ich wäre jetzt echt bereit, große Pflanzen hier reinzusetzen. Hohe Bäume erstmal. Lianenranke. Was haben wir denn Schönes an Bäume? Oh, definitiv. Fangen jetzt einfach auch mal an, dass wir sagen, wir setzen jetzt hier einen Baum. Jetzt auch sagen wir jetzt hier noch einen Baum. Hier. Ich möchte das auch ganz gerne mal ein bisschen einfassen. Zack. Dahin. Ich hoffe, die kommen jetzt nicht auf den Trichter. Rüber zu springen. Die jetzt als Sprungplattform zu nutzen. Ich hoffe, das klappt. Schön wäre es, wenn man dass der Baum sich so selbstständig so ein bisschen ein eigenes Design angewöhnt. Ein bisschen randomized Optik. Das wäre schön. Gut, da hätten wir schon mal das. Und ich würde jetzt einfach schon mal sagen,
Wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis denn. Ciao.